Hallo Daisy-Freunde, ich wollte auch mal was zum Update sagen und was so an Neuigkeiten gibt und einen kleinen Aufruf starten. Ja, fangen wir mal vorne an und zwar zum Server, zu unserem Server wollte ich einmal sagen, wir haben die Jets rausgenommen, die beiden schnellen, die Doppeldecker sind noch drin, weil wir die auch für zu krass halten, also die sind einfach zu stark und passen auch nicht so gut in das Spiel rein. Da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Also wir haben das jetzt so für uns entschieden, für den Server. Des Weiteren haben wir uns dafür entschieden, den Stronghold-Spawn rauszunehmen. Wir haben das jetzt eine Woche getestet, das ist einfach zu krass. Wenn man gegen die Burg kämpft, hat man keine Chance, wenn die immer wieder oben drin spawnen. Oder wenn die neben der Base steht, die Stronghold, wie es ja bei uns der Fall ist, und man greift die Base an, dann ist es, man ist einfach so im Nachteil. Und kleinere Gruppen oder einzelne Spieler, die haben ja dann noch weniger Chancen, gegen eine größere Gruppe zu spielen, als es schon vorher der Fall ist. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, das rauszunehmen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ein Vibe stattfindet. Auf keinen Fall. Also es ist auch in Zukunft nichts geplant. Irgendwas dergleichen. Ja, das zu dem Thema. Dann wollte ich noch zwei Sachen zum Update-Video ergänzen. Und zwar gibt es noch einen Passagierjet, den habe ich im Video nicht reingemacht. Der steht am Dubovo Airfield. Das ist ein richtig großer Jet, wo richtig, richtig viele Leute reinpassen. Also ich will nicht lügen, aber 50, denke ich mal, sind es. Also von den Sitzplätzen her. Ich habe es natürlich noch nicht ausprobiert. Dann gibt es, wenn man die Stronghold auf Stage 24 gebaut hat, dann kann man den Kran aufstellen, mit dem man normalerweise die Nested Buildings baut. Und wenn man dann die Materialien, ich schreibe es unten in die Beschreibung rein, habe ich auch im Update-Video unten in die Beschreibung reingefügt, wenn man dann eine bestimmte Anzahl an Materialien in den Kran reinlegt, kann man was bauen, was dann die Kisten unten rausnimmt aus den Garagen. Und dann hat man den Platz erst. Also es geht erst ganz am Ende der Stronghold, dass man den Platz hat. Sonst im Gesamten finde ich das Update, also es ist nur persönlich meine Meinung, ich finde es sehr gelungen. Ne? Wie gesagt, da gibt es Themen, da kann man drüber streiten. Dadurch, dass man jetzt als Admin die Option hat, Sachen rauszunehmen, finde ich das eigentlich sehr gut. Also, ne, ich weiß, das sehen einige von euch anders, aber ich finde es sehr gut. Mir gefällt es. Und es ist immer ein gutes Zeichen, dass es weitergeht. Ne? Ich meine, besser als, dass wir auf einem gewissen Stand bleiben und es nicht weitergeht. So, und jetzt komme ich zum eigentlichen Grund dieses Videos. Und zwar, einige können euch sicherlich noch daran erinnern, vor 2 Jahren haben wir, also ich bzw. unsere ganze Gruppe, haben den Kalender gemacht. 24 Tage, 24 Türchen. Da man nicht mehr so viel Zeit hat wie früher. Und wir auch Admins von unserem Server sind und ich finde, klar, eine Haustür aufschießen, wenn es die Situation ergibt, finde ich voll in Ordnung, aber als Admins ist es schon ein bisschen fragwürdig, halt sich da wie früher 2 Stunden vor die Tür zu legen. Das ist einfach nicht möglich, finde ich, auf dem eigenen Server als Admin. Deswegen möchte ich gerne einen Aufruf starten und zwar, ich möchte im Dezember einen Community-Kalender machen. Ich hoffe, wir kriegen 24 Türchen bis dahin hin, dass genug Leute mitmachen, und zwar jeder kann mir ein Türchen schicken, aus der Gruppe natürlich auch jeder, also ist nicht gruppenabhängig, sondern nur jeder Spieler eine Tür, und entweder schreibt ihr mich bei YouTube an, dann schicke ich euch die Daten zu, wo ihr das hochladen könnt, oder ihr kommt ins Teamspeak, dann schicke ich euch da die Daten zu, wo ihr es hochladen könnt. Es gibt nur 2 Bedingungen, die erste Bedingung ist, man muss in das Haus reingegangen sein und was rausgenommen haben und wieder rausgegangen sein. Und die 2. Bedingung ist, dass das Video von der Qualität her anschaubar ist. Also nicht übertrieben verpixelt, dass man Augenkrebs kriegt. Ja, das sind die einzigen Bedingungen eigentlich, die es dabei gibt. Also ich fände es super, wenn wir das hinkriegen würden, wenn wir im Dezember jeden Tag wieder ein Türchen sehen von verschiedenen Leuten. Und ich habe mir das dann so gedacht, dass es dann am Ende eine Abstimmung gibt zwischen dem 25. Dezember und Silvester. Und ja, welches Türchen dann am besten abgeschnitten hat am Ende der Abstimmung, bekommt dann einen Preis von uns. Und ich möchte noch nicht sagen, was es ist, aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Das ist auf jeden Fall nicht irgendein Scheiß. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Und mir fällt noch ein, Community Moments 2. Hatte ich ja vor ein paar Monaten auch einen Aufruf gemacht. Da habe ich leider erst 5 Videos bekommen, die man nutzen kann. Also wenn da noch welche Material haben, der erste Teil war ja ganz gut, würde ich sagen. Und würde ich mich natürlich freuen, wenn da noch was kommt. Allerdings ist das Hauptaugenmerk auf jeden Fall auf den Kalender. Also umso emotionaler und kurioser die Tür ist, umso besser ist es. Also ist meine Meinung.
auf den Stoff, der da drin liegt, kommt es nicht mal an. Das ist mehr als zweitrangig, höchstens dann vielleicht für die Gruppe, die das dann erreicht hat und es mit nach Hause nehmen kann. Ja, soweit war es das erstmal von uns, von mir. Und ja, haut rein, wir sehen uns in-game oder bei YouTube. Alles Gute. Und davon? Findet ihr hier.